erste Weihnachtsmarkt in der Gesamtschule Hüllers war ein voller Erfolg. Nicht nur die Parkplätze sind gut besucht, sondern auch die Pausenhallen der Schule selbst. Auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren mehrere Klassen ihre Stände, welche sie vor Beginn dekorierten und auch während des Weihnachtsmarktes repräsentierten. Darunter waren Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele, Stände für selbstgemachte Weihnachtsdekorationen der Schüler, Süßigkeiten, heiße Getränke und eine große Auswahl an Imbissständen. Läuft sehr gut, kann ich nur sagen. Besonders unser Stand, wir verkaufen sehr viel und wir machen einen sehr guten Umsatz hier. Was verkauft ihr? Sandwiche. Und wie viel kosten die? Es gibt verschiedene Preise, bis zu 2 Euro. Allerdings gibt es auch noch vieles mehr. Sehr gut besucht, unsere Suppe geht hervorragend. Ich möchte sie nochmal anpreisen. Pizzasuppe für 2,80. Massenrabatt gibt es auch, selbstgebackenes Brot und Brötchen. Hervorragend. Außerdem hier Badesalz. Badesalz und Pralinen. Sehr gut. An den Ständen ist aber auch während des Betriebs noch viel zu tun. Wir fertigen noch die letzten Glückspilze im Glas an. Und so sehen die Glückspilze aus. Am Abend kam es dann zu einer Preisverleihung. Während der Kunstausstellung in der Aula der Gesamtschule, an der hauptsächlich die Klassen 8b und 10b beteiligt waren, wurden dann die Platzierungen für die einzelnen Kunstwerke entschieden. Alles super. Meine Klasse hat gerade einen Kunstpreis gewonnen. Dementsprechend ist alles gut. Trotz schlechtem Wetter am Morgen hielt sich dann das Wetter überraschend gut für den Weihnachtsmarkt der Schule. Es ist sehr warm, aber dafür sonnig und alle, die draußen einen Stand haben, sind glaube ich froh, dass es nicht regnet wie heute Morgen. Weitere Verpflegung wurde dann durch Imbiss bzw. Getränkebuden gewährleistet. Außerdem hat die Mensa Kaffee und Kuchen angeboten. Dabei haben die Eltern der Schüler der Mensa die Kuchen gespendet. Die Anzahl der Besucher und vor allem die vollen Pausenhallen präsentieren den Erfolg des Weihnachtsmarktes. Durch die zahlreichen Kunden kommt es zur Zufriedenheit bei den Schülern und Lehrern der verschiedenen Stände. Ja, Geschäft läuft super. Waffel brummt. Na, alles gut. Super. Läuft wunderbar. Ich finde es ganz, ganz toll. Wenn man sich das so anguckt, hier vorne ist unser Stand und wir haben schon richtig gut verkauft. Ganz toll. Umsätze. Oh. Ja, es läuft, das Geschäft läuft. Aber auch anderweitig erhält der Weihnachtsmarkt positives Feedback. Es ist ein vielfältiges Angebot hier an verschiedenen kulinarischen Leckerheiten und auch anderen schönen Sachen. Die Eindrücke von den anderen Ständen? Auch sehr gut, hier ist sehr viel los. Ich bin beeindruckt davon. Ich bin eigentlich positiv überrascht, sehr viele Leute da. Das Wetter ist natürlich auch super, sodass man sich auf den Weg macht. Optimal, denke ich. Auch Bürgermeister Bernd Rürup zeigt sich zufrieden. Es ist insgesamt eine Riesenveranstaltung hier heute, das muss man sagen. Ganz toll, was die Schule hier auf die Beine gestellt hat und daran seid ihr alle beteiligt. Ihr, eure Klassenkameraden, die anderen Stufen und das kann man nur sagen, das ist für unsere Gemeinde auch unter dem Aspekt, dass es ja keine Adventsstraße gibt, ist das ein ganz, ganz tolles Highlight, was hier in der Adventszeit gesetzt wird. Ganz toll, super, super, super. Dankeschön, gerne. Des Weiteren gibt es ein sportliches Angebot in der Sporthalle. Hier können sich hauptsächlich Kinder austoben. Hier, wenn man hier da so runterrollt, kann man 3 Minuten nicht mehr stehen, aber das ist nicht so schlimm, das ist witzig. Und dann, wenn man danach noch da ein Rad macht, dann fällt man fast um. Habe ich gemacht. Während des gesamten Weihnachtsmarktes finden immer wieder Aufführungen in der Aula der Gesamtschule statt. Somit war eine ständige Unterhaltung vorhanden. Von Theateraufführung zur Comedy sowie auch eine Schwarzlichtshow und musikalische Aufführung, wie der Schüler-Eltern-Lehrer-Chor. Damit dies auch alles stattfinden konnte, hat sich darum die Veranstaltungstechnik AG von Herr Webern gekümmert. Läuft die Show gut? Ja. Ja? Ja. Zufrieden? Ja. Keine Komplikation? Bis jetzt nicht, nein. Während die Zuschauer unterhalten werden, sind die Techniker also immer dabei, die Aufführung so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen, um die nötige Atmosphäre durch Ton- und Lichttechnik hervorzurufen. Ja, guten Tag. Also ich mache hier heute die Lichttechnik mit vielen tollen Knöpfen, die blinken können und allem Spaß hier. Ja, ich bin hier der leitende Lichttechniker und programmiere den ganzen Spaß. Das hier ist die gesamte Bühne, die
wir visualisiert haben mit allen Lampen, die wir besitzen. Wir haben da insgesamt über 10.000 Euro hängen und das Equipment ist jetzt knapp noch nicht mal ein Jahr alt und wir sind schon wieder mittendrin. Und es ist schon ziemlich viel Arbeit, aber es macht ziemlich viel Spaß und ja, auf jeder Veranstaltung zu finden. Weitere Infos und Aufführungen gibt es auf der Homepage der Gesamtschule www.gesamtschule.hüllers.de. Stoßweise, ne? Ja. Aber wie läuft's?